Moin Moin, willkommen hier auf dem zweiten Kanal. Denkt daran, schön fleißig abonnieren, immer schön fleißig Kommentare schreiben und liken das Video. Ja, ich befinde mich in meiner Garage und hier funktioniert ja immer noch das Licht nicht. Ich war jetzt gerade ein bisschen einkaufen. Die Lampe möchte ich nämlich abschrauben und ich habe hier eine neue LED-Lampe mitgenommen. Und sogar noch so eine kleine. Ich weiß gar nicht, wie klein ist sie hier. Die ist 668 mm. Vielleicht kann man die hier nochmal hinmachen. Oder vielleicht über meine Werkbank. Vielleicht hier. Oh, hier passt die ja optimal. Mist, ich hätte mal zwei mitnehmen sollen. Naja, egal. Also ich will auf jeden Fall Garage ein bisschen aufräumen, ein paar Sachen ändern. Weil jetzt die Woche oder am Wochenende es losgeht mit meinem Caddy-Ausbau. Da liegt zum Beispiel schon das Holz dafür. Ich habe mir schon so Latten geholt vom Baumarkt und hier so Kanthölzer. Die gab es hier als Reststücke für, ich glaube, für 80 Cent oder so. Und ja, vor der Garage möchte ich gerne ein Pavillon aufbauen. Habe ich hier heute gekauft. War sogar im Angebot. Mega geil. Das ist so ein Faltpavillon, 3x3 Meter. Sogar in Anthrazit. Sehr geil. Die haben ja sonst immer die Weißen. Ich wollte jetzt kein Weißes davor stellen. Ja, die gibt es leider nicht mit Seiten. Wänden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe hier jetzt einfach eine 2 Meter mal 3 Meter Plane geholt, drei Stück für drei Wände. Ich hatte auch noch gesehen, ich hatte hier in der Garage auch noch eins liegen. Und dann schaue ich mal, wie ich die gleich befestige. Hier mit diesen, wie heißen diese Bänder? Expander Haken. Habe ich hier zwei Typen gekauft. Kabelbinder muss natürlich sein. Und dann hier solche Klemmen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen umgerüstet. Ich habe ein paar Sachen in meiner Werkstatt verkauft und habe mir gedacht, ich gehe mal auf Akku. Und da habe ich jetzt hier von einem Bauhaus diese schönen Sachen gekauft. Ich habe mir eine Handkreissäge oder auch eine Tauchkreissäge genannt gekauft. Ich habe mir eine Stichsäge gekauft, einen Schleifer und ganz viele Akkus noch. Und es fehlt noch der Akkuschrauber. Alles von der gleichen Marke. Das sieht irgendwie aus wie Festool. Finde ich voll geil. Und weil das alles mit dem Akku jetzt hier läuft. Und das Schöne, man braucht nur noch diesen Akku. Den gibt es einmal in 2 Ampere und 4 Ampere. Ich habe jetzt 2 mit 4 Ampere und ich glaube, ich habe 4 oder 5 mit 2 Ampere. Pack euch das mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse habt. Das war nämlich gerade ein Angebot. Ihr kriegt nämlich zu jeder Maschine, kriegt ihr nämlich hier ein Ladegerät und ein 12 Volt Akku mit dazu. Das ist jetzt der 4 Volt. Warte, ich zeig das hier. Ist jetzt auch keine Werbung, ich habe alles selber gekauft und die Sachen habe ich halt eben dazu bekommen. Und die kostet, glaube ich, auch mal eben 32 Euro. Und wie gesagt, zu jeder hier habe ich ein Paket umsonst dazu gekriegt und dann habe ich einfach zugeschlagen. Und da ist dann aber jetzt hier nur der 2 Ampere Akku dabei mit Ladegerät. Aber trotzdem geil und ich finde das auch sau geil. Die Akkus haben hier auch eine Anzeige, kann man hier drauf drücken und dann zeigt er den Ladestand an. Auch sehr geil, oder wie voll der Akku noch ist. Jetzt kann ich nicht, brauche ich nicht jemanden mit dem Kabel hier anschließen. Kann ich gleich direkt dahin gehen und schleifen. Ja, das ist jetzt auch nicht das Profi-Werkzeug, aber für mich paar Mal basteln hier in der Garage reicht das vollkommen aus. Genau. Ich habe aber zusätzlich noch eine Stichsäge mit Kabel und eine Bohrmaschine. Die wollte ich noch nicht loswerden. Und das Geilste ist, es gibt hier auch solche Kästen, auch hier in diesen grünen, auch Lux Tools. Es gibt sogar große, aber die hatten sie nicht gehabt. Ich habe nämlich jetzt hier vor, kannst du die auch aufeinander stapeln, kannst du hier schön aufmachen. Dann hast du sogar noch so ein Teile-Dings mit dabei. Genau, und da habe ich jetzt vor, weil hier fliegt andauernd hier mein Werkzeug rum, Koffer, ihr kennt das vielleicht, so auch so ein Billigkoffer, der hat für mich gereicht, den habe ich hier schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren. Dann machst du den Kasten immer auf und die Hälfte fällt dir schon entgegen und da habe ich jetzt keinen Bock zu. Deswegen habe ich mir diese Kästen gekauft. Ich werde hier alles ein bisschen aussortieren. Ich habe letztens hier einen 10er Maulschlüssel gesucht, habe keinen gefunden. Deswegen habe ich mir jetzt einfach hier mal noch so einen Maulschlüssel-Z, einen kleinen Knarrenkasten. Genau, das habe ich mir auch neu geholt. Und das will ich jetzt alles hier in den Kasten reinpacken, weil ich mag das ganz gerne. Einfach jetzt schnell eine Wasserpumpenzange rausnehmen, fertig, aus. Und falls ich dann mal in die Wohnung bin und muss da mal basteln, dann kann ich einfach hier alle beide zusammennehmen und den komplett so als Koffer benutzen. Oder ich packe mir das so zurecht, wenn ich nur hier Seitenschneider und sowas brauche, Wasserpumpenzange, dann kann man halt nur einen mitnehmen, den man gerade braucht. Genau, das werde ich heute auch so ein bisschen einsortieren. Ja, da muss ich mal gucken, wo ich das Sortiment schön sauber irgendwie,
Ja, vielleicht in den ganzen Schrank rein. Ich habe mir überlegt, ob ich hier vielleicht noch einen Tisch hinstelle. Ich habe noch einen Küchentisch, einen alten. Und da wollte ich eigentlich erst die Kappsäge draufstellen. Ich habe vom Nachbarn auch noch die Kappsäge abgekauft. Die steht nämlich auf dem Tisch. Alles sehr günstig. Da habe ich gleich zugeschlagen. Mein Vater wollte unbedingt die Bandsäge haben. Da sollte er uns ein Angebot machen. Und da hat mein Vater gesagt, komm, das nehmen wir. Genau. Und eine Tischkreissäge haben wir auch noch genommen. Gleich, zack, das müssen wir gleich vielleicht auch noch rüberholen. Also Blitzi kommt auch gleich noch vorbei. Und vielleicht kann ich Blitzi gleich zu verdonnern. Vielleicht kann er mir hier die Lampe anschließen. Das wäre cool. Ah, cool, der ist sogar in der Tasche. Das habe ich gar nicht gesehen. Das geht mit Kamera schlecht. Warte mal, ich muss sie mal zur Seite stellen. Oh ja, sehr schön. Oh, den können wir gleich als Mülleimer benutzen. Ja, das kommt vor die Garage hin. Dann kann ich meinen Caddy hier in meinen Pavillon reinfahren. Und dann bin ich so ein bisschen windgeschützt. Mimi. Nee, ich habe das extra geholt für den Garten auch. Falls wir mal Party machen oder die Kinder, kann man das halt eben schnell aufbauen. Kennt ihr noch diese Pavillons, die man mit diesem Gestänge immer aufbauen musste? Boah, die waren immer so nervig. Gibt's zwar auch noch, der war für 30 Euro. Und der hat jetzt, ich glaube, der war heute auch im Angebot. Ich glaube, der hat jetzt 20 Euro mehr gekostet. Nee, 10 Euro mehr sogar. Und da habe ich gleich zugeschlagen. Das kannst du sogar auch alleine auf- und abbauen. Genau, das Teil hier kommt dann auch noch irgendwie darüber. Muss ich gleich noch machen. Ja, Blitzi ist auch noch unterwegs. Und dann kann ich mal schon mal gucken, wie ich das Ding hier. Das kann ich mit einer Hand. Oder auch nicht. Doch, kann ich rausnehmen. So, wie war jetzt aus? Ich glaube, so war aus. Boah, das ist wirklich schwer. Tja, jetzt brauche ich meinen Akkuschrauber. Wo ist der Akkuschrauber? Und im Keller. Hier liegt auch noch alles voll. Ich habe ja jetzt die Woche auch meinen Keller fertig gemacht. Habt ihr bestimmt schon Livestream gesehen. Herrlich. Oh, hat jemand die Heizung hier angemacht? Oh, ich muss mal die Heizung ausmachen. Oh, die läuft ja volle Pulle. Ich war heute extra noch im Baumarkt und noch bei Ikea. Ich habe da noch ein bisschen geschaut, was man hier so noch in der Ecke hinbauen kann. Und hier, vor allen Dingen hier soll mein Schreibtisch hinkommen. Oh je. Ich wollte mir zwei weiße Platten holen und hier so einen Schreibtisch hinbauen, so auf Eck. Aber es gefiel mir dann auch irgendwie nicht. Dieses Weiße, weiß ich nicht, das war nicht so schön. Ah, ich muss mir da nochmal was überlegen. Ja, das Regal fliegt eh raus. Hier kommt ja Sofa hin. Ich habe hier auch noch nicht so richtig Licht. Ich muss das auch nochmal gucken, wie ich das lichttechnisch nochmal hinkriege. Ja. Ah, hier oben sind die Schienen. Aber die werde ich auch abbauen, weil guckt euch mal die Fassung an. Die sind alle schon so abgegammelt und einfach nur so eine Fassung. Das kommt auf jeden Fall ab. Das war mal so 70er, 80er, ne? Das kommt auf jeden Fall weg. Da kommt auch irgendwas anderes hin, falls ich überhaupt noch eine Lampe um an der Decke befestige. Die kommt übrigens auch weg. Ist auch irgendwie ein Scheißding. Vielleicht könnte man hier schon direkt eine Lampe ranmachen. Und vielleicht hier, wo das Kabel ist, vielleicht kann ich hier auch noch irgendwie einen Deckenfluter hinmachen. Aber ich wollte mir so Stehlampen holen. Da hinten soll zum Beispiel zwei Stehlampen hin. Hier vorne werden Blitzi und ich noch was machen. Das wird dann auch noch auf meinem Kanal folgen. Da haben wir vor, Beton Lampensäulen zu bauen. Genau, kommt dann aber im nächsten Video. Da bin ich auch mal gespannt, wie die werden. So, jetzt wollte ich eigentlich meinen Akkuschrauber suchen. Oh, hier alles noch durcheinander. Da steht das Sofa. Diesen Flurabteil werden wir auch nochmal neu machen. Ja, hier steht er. Hier ist der Akkuschrauber. Ich finde die Farbe, muss ich immer und immer wieder sagen, ich finde die Farbe so geil. Ah, mal gucken, wie lange das hält. Was halt cool ist bei dem Metallbackenfutter von Metabo. Ich habe eigentlich nur Metabo-Werkzeug. Das ist Backenfutter aus Plastik. Das muss ja schon was heißen. Hier ist übrigens auch noch meine Bohrmaschine. Und hier habe ich noch den zweiten Akku. Genau, den muss ich auch noch mitnehmen in die Garage. Ja, ich muss jetzt alles irgendwie mitkriegen. Deswegen verschwindet ihr mal eben in die Tasche und dann sind wir gleich wieder in der Garage. Hey, ich habe mir gerade was überlegt. Eigentlich könnte ich hier mal aufräumen. Hier auch, das ganze Regal aufräumen. Da steht so viel Scheiß hier. Könnte ich alles wegmachen und dann könnte ich hier meine Ladestation hinmachen. Ja, oder? Das wäre doch eine geile Idee. Genau, das könnte ich machen. Im Koffer wäre das natürlich auch cool, wenn man das einfach in den Koffer reinpacken kann. Aber die Kreissäge und so, das passt ja hier unten alles rein. Oder, warte mal. Deswegen wollte ich ja unbedingt noch diesen großen Kasten haben.
Da, diesen großen Kasten, da hätte ich auch noch meine Handkreissäge reinpacken können. Da hätte ich die einmal mit Kabel und einmal mit Akku reinpacken können. Man kann halt nicht alles im Leben haben. Aber das müsste eigentlich bestimmt gehen. Das wäre aber eine echt geile Idee. Ich meine, ich brauche die ja nur hier in der Werkstatt. Ich bin am Überlegen, einfach hier so eine Eurobox zu nehmen und die da reinzupacken. Ich bin mal gespannt, wie das Werkzeug so ist. Kann sich nicht kann eigentlich. Geil. Mit Akku. Ich glaub's nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Passt die da rein? Jo, das ist doch geil. Einfach so eine Eurobox holen. Da kannst du noch einen Deckel raufholen, dass sie nicht so verstaubt. Und dann hier schon rein. Die Kreissäge. Und da könnte ich ja zwei Sachen reinpacken. Und die Stichsäge. Oh, schade. Jetzt habe ich da nur zwei Kisten von. Jo, ich glaube, das mache ich. Das ist eine geile Idee. Jetzt habe ich leider nur zwei von diesen Kisten. Da muss ich dann noch eine dazu holen. Vielleicht sollte man auch so ein Brett unten reinmachen, dass der schön so gerade drin liegt und nicht einfach so schräg, oder? Ach, ist auch egal. Ja, das ist perfekt. Das will ich so machen. Oder doch in den Schrank rein. Oder doch da reinstellen. Ah, hier sieht es sauber aus. Schrank zu. Ja, nee, das ist doch besser. Nee, nee. Ich räume das hier alles auf und dann kommt das hier rein. Kann man ja auch schön so hinstellen. Ja, nee, ich glaube, das ist doch besser. Oder? Das wäre natürlich geil. Ich mache die Standbohrmaschine hier oben alles weg und dann kommt hier oben meine Ladestation hin. Und hier kommen meine ganzen Sachen rein. Das klingt nach einem Plan. Genau so machen wir das. Boah, die kommt ganz schön schwer, die. Oh, pff, die Standbohrmaschine. Oh, oh. Warum habe ich eigentlich zwei? Alles doppelt und gemoppelt. Ach, die habe ich auch noch festgeschraubt oder was? Oh, Akkuschrauber. So, hier. Das ist auch geil mit Licht. Und weg damit. Jetzt stehen die hier beide unten. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wo die hinkommen. Aber es wäre gar nicht mal so verkehrt. Hier hatte ich ja vorher meinen Ladestation-Bereich gehabt. Die Standbohrmaschine hier drauf zu stellen. Das wäre ja natürlich auch geil. Hier die Standbohrmaschine und hier die Kapp- und Gärungssäge auf dem Tisch. Tada! Nächstes Problem. Ich muss noch irgendwie hier Strom hinkriegen. Ich habe schon wieder keine Kabeltrommel oder so. Ah, ja, da muss ich auch gleich nochmal gucken. Das ist hier meine Kabelkiste. Oh, das sieht auch ganz gut aus. Ich habe aber, glaube ich, unten im Keller habe ich noch ein rotes Kabel. Dann könnte ich das rote Kabel hier mit dem Stecker hier hinten nochmal so lang legen. Hier so dahinter lang oder da unten lang und dann hier hin. Das hört sich nach einem Plan an. Bin ich froh, wenn hier mal dann wieder eine Lampe hängt. Das ist mal ein bisschen heller drin. Ihr seht das wahrscheinlich. Ja, und hier irgendwie. Und meine Uhr ist immer noch stehen geblieben. Viele Leute haben immer in die Kommentare geschrieben. Stefan, pack doch mal eine neue Batterie rein. Geil, so muttert. Hebt ihr sowas auf? Das ist auch total unnütz, oder? Guckt euch das an hier, wie viel Papier das ist. Heute ist doch alles auf App. Warum macht man nicht einfach eine App und fertig ist? Also, meine Idee war jetzt noch, ich habe hier so ein paar Ersatzteile, zum Beispiel das hier. Ich glaube, das ist dafür da. Ich glaube, den kann ich hier hinten noch reinmachen für den Staubsauger. Das ist auch geil. Ich glaube, bei dem Schleifer geht das auch. Der hatte auch so ein Teil dabei gehabt. Und hier, weiß ich nicht. Ach, das ist so ein universeller, glaube ich, oder? Muss ich mal ausprobieren. Kommt auf jeden Fall hier rein. Stichsäge, so einen Anschlag brauche ich nicht. Packe ich hier trotzdem mit rein. Und von der Kreissäge packe ich auch mal hier rein. Das ganze Schleifpapier packe ich hier mit rein. Warte mal, wir machen Stichsäge. Stichsäge und Kreissäge machen wir hier oben rein. Und Schleifsachen machen wir hier dann rein. Dann können wir hier die Wanne hinstellen. Dann habe ich hier alle Schleifer, Trennschleifer und so weiter. Genau, kriege ich den Schrank noch zu? Ja. Ich habe Blitzi hier gerade mein Sortiment gezeigt. Und jetzt habe ich hier mal den 4 Ampere. Ist das 4 Ampere? Ja, 4 Ampere Akku reingepackt. Hört euch mal das Geräusch an. Das kann doch nichts werden, oder? Okay, willst du dich mal? Aber geil, so mit Laser, guck mal. Ja.
für so kleine Sachen finde ich ja schon optimal. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Weil er sich so leise anhört, ne? Nicht so Power, so. Geil. Ich find's geil. Warte mal, die Stichsäge. Probier mal die Stichsäge nochmal aus. Achso, ist kein Stichsäge da drin. Ja, probier mal aus. Genau, hier. Oh, geil. Nein, geil. Luftschnitt. wo habe ich denn jetzt solche Blätter? Oh, Blitzi, da ist ja überhaupt kein Stichsägeblatt drin. Warte, das ändern wir. Tada! So, jetzt bin ich mal gespannt. War? Perfekt oder nicht? Aber ich finde das geil. Richtig cool. wir müssen mal eben die Lampe recyceln. Was hast du denn, Blitzi? Ist sie laut? Weiß ich nicht. Ja, die kann auch nicht. Mach mal, sein, oder? Oh, da steht noch eine. Ja, das ist perfekt. Dann können wir erstmal die kleine ausprobieren. Oh, die passt genau rein. Wie soll ich denn jetzt raufhauen? Oh. Alter. Knallt aber ganz schön, wa? Alter, Poschi. Ich hab was abgekriegt. Echt? Ja. Sicherheitsmaßnahmen. Ein Röhrchen drüber. Und? Oh. Alter! Was? Boah! Stell ich einfach beim Nachbarn hin. Ja, wir haben jetzt das Pavillon aufgestellt und wir haben jetzt hier, weil das ohne Seitenwände war, habe ich hier einfach 3x2, nee, 3x3 glaube ich, ne? Oder 3x2 Meter Plane geholt. Die haben wir jetzt mit Kabelbinder festgemacht. Und ich denke mal, so kann man hier gut drin arbeiten. Auch im Regen. Jetzt hier so fünf. Nicht bei Sturm. Nee, bei Sturm. Bei Sturm ist, da ist das Ding weg. Da oben kann ich sogar noch eine Lampe raufhängen. Ja, lass es dir schmecken. Habe ich dir extra mitgebracht. Performel. Performel trinken einfach. Ich könnte mir einen Kaffee machen, ich habe aber keine Kaffeemaschine hier unten. Ha! Ha. Zum Wohl. Zum Wohl. Meine Freunde. Also es hat die ganze Zeit nicht geregnet, es war kein Wind und jetzt fängt es an zu regnen. Wir haben gerade festgestellt, das regnet hier gerade rein. Okay, das war aber jetzt nur der Testaufbau. Wir müssen das gleich wieder abbauen, deswegen ja auch ein Faltpavillon. Und Blitzi ist schon fleißig dabei. Der baut hier jetzt gerade noch meine Lampe an. Und ja, ich wollte eigentlich noch irgendwie meinen Schreibtisch fertig. Mein Schreibtisch sage ich schon. Meine Werkbank wollte ich eigentlich noch aufräumen. Christian? Jo. Was für ein Scheißwetter. Dann, wenn man es aufbauen will, ne, dann kommt Regen. Das ist immer so. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten. Meinst du, das funktioniert? Nö. Ich kann das nicht. Viele, hallo? Viele verderben den Brei. Lass das. Ich will auch klemmen. Nee. Hau ab da, ich will auch klemmen hier. Ja, mach das. Danke. Du hast ja damit angefangen, dann muss man das auch zu Ende machen. Genau. Ich darf gar nichts machen, ich darf Nein, nie was machen. Du bist Zuschauer. Ich bin Zuschauer. Darf ich das Licht denn da machen? Ja. Okay, danke schön. Okay. Nicht jetzt. Wenn das knallt, dann bin ich schuld. So, jetzt. Wow, ist das geil. Das bringt ja richtig Licht hier in die Bude. Da brauche ich ja keine zweite mehr da hinten bauen. Achso, soll ich eben rausmachen den Stecker? Ja. Mal gucken, wie viel Licht das denn. Oh, das ist richtig gut, ne? Ja, da musst du aber, da musst du hier schon noch zwei anbauen. Ja, hier zwei. Noch welche, ne? Und aber ich wollte ja, die sind ja trotzdem da. Ja, klar. Aber so, wenn du mir jetzt mal reinkommst und so, ja, ist das doch viel angenehmer. Oder ich hole doch noch mal zwei. Da eine hin. Hier, die könnte man ja hier hin machen. Die könnte man hier hin machen. So eine kleine. Da? Ne? Ja. Und eine große. Und noch eine große hier hin. Das heißt, ich muss noch Kabel holen. Dann kann man hier hinten noch Kabel langlegen zum Schalter. Ist auf jeden Fall schon mal sehr geil. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Licht. So, wir bauen eben das Pavillon wieder ab. Und ja, das ist auch schon 20 Uhr. Frau macht jetzt Essen. Den Rest schaffe ich auch nicht mehr. Wir wollten eh gleich noch mal eben kurz was beschnacken. Und ich wollte hier so schön aufräumen. Überall liegt wieder was rum. Aber das mache ich morgen fertig. Also, sehen wir uns morgen wieder. Ah, herrlich. Ich liebe diesen Lichtschalter. Ist hier ein Chaos. Ja, ich werde mal jetzt hier ein bisschen aufräumen. Ja, wir haben auch das Pavillon gestern zusammengebaut wieder und hier in die Garage gepackt. Das ging auch alles mit den Seitenwänden. Und das kann jetzt wieder so auseinanderklappen. Das einzige Problem, was wir gestern gemerkt haben, weil es eben halt so billig ist
Und das ist halt so ein ganz dünner Stoff. Das ist eben halt hier nicht so eine, so eine Plane, so eine Folie. Und ja, wenn es halt doll regnet, ne, dann kommt es halt durch. Das habe ich ja selber jetzt auch nicht gedacht, weil ich dachte immer, Pavillon kannst du auch im Regen stehen lassen. Ja, ist aber nicht der Fall. Aber man kann es halt schnell wieder zusammenklappen und hier in die Garage packen. Ja, wir wollten jetzt hier eigentlich noch Lampen anbauen. Ich werde hier aber nochmal Kabel holen. Und dann frage ich nochmal den Elektriker, weil hier hat nämlich vorher auch ein Elektriker gewohnt hier in dem Haus. Und der hat nämlich auch das ganze Kabel langgelegt. Und der weiß, wo überall die Anschlüsse sind. Den will ich mal fragen, ob er mir vielleicht eben hier das Kabel hier hinlegen kann. Ah, guck mal, Blitz, der hat das sogar nicht aufgesaugt hier. Muss ich nur alles sauber machen. Alles vollgestaubt. Blitzi, Blitzi, Blitzi. Nee, das muss ich natürlich selber machen. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass Blitzi mir hier auch mithilft und hier eben mein Pavillon mit aufgebaut hatte, die Seitenteile, dass er die Lampe eben angebaut hat. Und genau. Ach ja, und hier. Hier soll der Elektriker mir auch noch ein Kabel hinlegen mit einer Dose, Steckdose. Ich muss nämlich hier auch noch Strom für meine ganzen Akkus, für meine ganzen Ladegeräte haben. Jetzt würde ich sagen, jetzt räume ich erstmal ein bisschen auf, dass man hier weitermachen kann. Ich will die Werkzeugkisten noch einsortieren und ja, ist noch ein bisschen was zu tun. Packen wir es an. Ja, da könnte man diese Einschubdinger hier, könnte man auch nochmal selber basteln aus Holz. Vielleicht so ein paar Trenner noch reinmachen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich jetzt eigentlich da alles reinpacken wollte. Das ist halt so das Wichtigste, was ich immer brauche. Das habe ich jetzt hier reingepackt. Und Werkzeugkoffer und noch vieles mehr habe ich noch unten im Keller. Das müsste ich jetzt dann nochmal eben raufholen, um das noch weiter zu sortieren. Ich habe mir gedacht, dass ich das jetzt hier auch noch irgendwie so als Knarrenkasten mache. Hier kommen dann so die ganzen Knarrensachen rein. Ja, da fehlt auch schon das Teil zum Drehen. Ist ja auch gar nicht, wo ich das hingepfeffert habe. Eigentlich würde ich diesen Kasten gerne benutzen für Bohrer. Alles, was man so braucht für Schleifgerät, Bohrer, Stichsäge. Genau, hier habe ich nämlich extra die Schleifsachen reingepackt. Ja, ich würde mal eben die Sachen aus dem Keller noch holen und dann werde ich da noch eben weiter sortieren. Und dann wollte ich eigentlich noch die Kappsäge holen. Die soll hier noch hingestellt werden. Und ja, dann gucke ich mal weiter. Bis gleich. Boah, ist das ein Scheißwetter draußen. Mei, oh mei, oh mei. Oh. Das Wetter ist echt zum Kotzen. So, hier, ich habe noch meine Bohrmaschine, die kommt auch noch in den Schrank rein. Und ich habe mir noch so einen billig Koffer hier mit auch Bits und... Ach, haha, hier. Hier ist der. Ich glaube, hier kommt er nämlich rein. Yep. Siehst du, da habe ich den auch wieder vollständig. Findet sich alles wieder. Und jetzt, wo ist der abgeblieben? Der ist weg. Ihr seht, klitschenass. Ich werde das mal eben sauber wischen. Ich wollte hier eigentlich auch noch aufräumen. Meinem Lappen. Das ist mein Kasten aus meiner Lehre, aus meiner Umschulung, wo ich als Glaser gearbeitet habe. Das ist noch so eine Erinnerung in meiner Lehre. Den habe ich immer, in der Halle habe ich den immer rumgeschleppt und weil ich auch sehr viel auf Baustelle war, hat jeder seinen eigenen Werkzeugkasten immer gehabt und da habe ich immer richtig gut aufgepasst. Und vom Gesellen habe ich auch immer sein Werkzeug immer gepflegt und gut aufgepasst, alles sortiert. Das war immer so mein Ding. Ich hätte auch eigentlich Lagerist werden können. Ich habe gerne das Lager immer aufgeräumt. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und genau, den werde ich mir jetzt so ein bisschen fertig machen. Ich habe mir das noch ein bisschen anders überlegt. Und zwar, die bleiben jetzt ganz fest hier unten auf meiner Werkbank. Und den werde ich mir jetzt so fertig machen für den Hausgebrauch und hier in der Werkstatt. Das heißt, ich habe ja Werkzeug in Hülle und Fülle, alles doppelt. Und da gucke ich jetzt mal, wie ich das jetzt hier eben alles sortiere. Ja, mein Vater hat damals seine Garage mal auch ausgemistet und dann hat der liebe Sohnemann auch noch ein bisschen Werkzeug bekommen und von meinem Opa habe ich auch noch Werkzeug mal mitgenommen. Das ist auch noch ein schöner Werkzeugkasten, da habe ich eigentlich mal so ein bisschen Spezialwerkzeug drin, Lochzange für Gürtel und sowas hier, Blechschere
Ja, das muss ich auch mal aussortieren. Der war halt immer schon so. Hier sind noch ein paar Bohrer. Was ist das denn für ein lustiges Teil? Irgend so eine Schere und so weiter. Genau, da habe ich mir noch ein paar Sachen rausgesucht. Die könnte man ja auch noch gebrauchen. Geht auch nicht mehr so schön auf und zu. Dann nimmt man das gute WD-40. Werden bestimmt einige in den Kommentaren wieder schreiben, nee, muss was anderes benutzen. Ich benutze aber WD-40, weil ich es gerade habe. Jawohl, und funktioniert. Mal ein bisschen abwischen. Da habe ich jetzt auch noch so eine Zange in der Kiste. Ich kann auch wieder hier oben hin. WD-40 musst du immer haben in der Werkstatt. Ganz wichtig. Oh, guck mal, ich habe noch eine hier. Oh, die kriegst du ja überhaupt gar nicht mehr auf. Boah. Boah. Ja, soweit habe ich den Werkzeugkasten eigentlich fertig. Hier habe ich so Knarrenabteilung. Hier habe ich noch die Bits reingepackt, falls ich mal einen Akkuschrauber mit habe. Hier Maulschlüssel, gekräftelte Maulschlüssel, also alles, was man so braucht in den Größen. Auch doppelt ein bisschen eingepackt. Schraubenzieher, ganz wichtig, auch immer Stromschraubenzieher, Spannungsprüfer. Ja, ich habe 2 Eisensägen reingepackt, einen Zollstock, Bleistift, Pinsel, Spachtel, Zollstock, Gliedermaßstab. Und hier unten auch so das Wichtigste, was man so braucht. Nagelzange, Wasserpumpenzange, ganz wichtig. Hammer, Pfeile. So, ich denke mal, für den Hausgebrauch reicht das vollkommen aus. Schraubenzieher müsste ich alle Größen haben. Sollte was fehlen, werde ich das noch nachrüsten. Boah, jetzt liegt hier viel zu viel rum hier. Das rüber, das rüber. Das, ihr merkt schon, was für ein Chaos. Aber wenn das erstmal richtig fertig ist, dann bin ich echt happy. Da Frau mich jetzt aber gerade eben angeschrieben hat, wir wollen nochmal eben nach IKEA. Ich muss mir jetzt noch 1-2 Sachen holen. Dritter Tag, Garagen aufräumen und Werkzeugkästen fertig machen. Ist das schon der dritte Tag? Weiß ich gar nicht. Boah, das geht so schnell. Wahnsinn. Ja, ich war ja gestern mit Frau bei IKEA und zum Baumarkt noch gewesen. Ich habe mir tatsächlich hier nochmal so einen ordentlichen Schraubenset geholt. Das wollte ich nochmal hier in meinem Kasten mit reinpacken. Genau, dann habe ich mir jetzt nochmal so ein Set Stichsägeblätter geholt und nochmal so ein Bohrer für Stein und Beton. Dann habe ich ja hier noch ein Set für Holz extra geholt. Das wird jetzt so mein Fach für Bohrer, Bits und Stichsägeblätter. Genau, das wollte ich mir so fertig machen. Erstmal, bis ich vielleicht wieder eine andere Verwendung habe für den Kasten. Ich würde das so immer 1000 Mal irgendwie umbuddeln. Das hier, ach hier, genau, hier. Das habe ich mir noch geholt, dass ich hier die Fächer noch unterteilen kann. Brauche ich aber noch die Kappsäge. Und schon wieder Müll. Werkbank alles aufgeräumt, einsortiert. Und jetzt fange ich mal hier an, das Chaos ein bisschen zu beseitigen, dass ich auch gleich die Kappsäge reinstellen kann. Haha, eigentlich wollte ich einen Zeitraffer machen, ich habe irgendwie auf Foto gestellt. Super, oder? Genau. Also, Tischkreissäge oder Tischkappsäge ist jetzt hier am Start. Die Standbohrmaschine habe ich jetzt hier raufgepackt, habe das nochmal richtig ordentlich hier die Beine eingestellt, dass es nicht hin und her wackelt. Leider passen die Schrauben nicht, da muss ich mir noch andere Schrauben holen, habe leider keine. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe hier noch ein Backenfutter, wo du so einen Backenschlüssel brauchst zum Auf- und Zumachen, den habe ich überhaupt gar nicht. Da muss ich auch nochmal gucken, ob ich den irgendwo vielleicht doch noch in der Kiste vielleicht habe oder dass mein Papa noch so einen in der Werkstatt rumfliegen hat. Hier vorne noch ein bisschen aufräumen, die Kisten noch und jetzt habe ich meinen Schreibtisch so schön aufgeräumt oder meine Werkbank und jetzt ist es hier schon wieder Chaos. Naja, irgendwo muss man das ja immer hinpacken zum Aufräumen. Die schöne Säge, die will ich mir auf jeden Fall auch hier aufhängen. So, die kommt hier hin als Deko. Die können wir auch mal wieder ein bisschen richtig hinstellen. Hier haben wir noch so einen kleinen Halogenstrahler. Genau, Erste-Hilfe-Kasten auch hier ein bisschen eingerichtet. Und ach ja, guck mal, da war ich mit David Flugplatz. Beim Hangar haben wir hier die Fotos gemacht mit Erlaubnis. Auch sehr cool, mein alter Caddy. Dann habe ich hier auch noch einen Kasten mit Autozubehör. Der war ja früher da mal im Schrank drin. Und hier ein bisschen zum Spielen. So langsam kommt System hier rein. Ich habe mir echt noch überlegt, hier noch ein Regal reinzustellen. Irgendwie brauche ich noch irgendwelche Fächer. Aber das werde ich mir dann nochmal überlegen. Das stelle ich jetzt auch erstmal so hin, dass ich das nicht mehr sehe. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Und dann gibt es bestimmt nochmal ein Video, wenn ich hier nochmal weiter in der Garage aufräume. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem
Video. Ich würde hier noch Hacken Gas geben und ich will nämlich morgen anfangen mit dem Caddy-Ausbau. Seid gespannt und ich gebe euch immer ein Update hier, wie die Garage dann aussieht, was ich hier noch alles geschafft habe. Und dann würde ich sagen, liken, abonnieren und ihr wisst, schreibt fleißig Kommentare, auch wenn ihr einfach nur Hallo Stefan schreibt. Hey, wie geht's dir? Oder toll, hast du die Garage aufgeräumt? Oder keine Ahnung, lasst euch irgendwas einfallen, auch wenn es nur ein Kaffee-Bingo-Bongo ist oder so. Genau, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Boah, habe ich jetzt richtig Bock hier aufzuräumen. Ich brauche aber erst noch einen Kaffee. Ich hole mir noch einen Kaffee und dann geht's hier richtig los hier. Ramba, Zambi! So, tschüss!